Zombie apocalypse. Guten Tag, lieber Zuschauer, und herzlich willkommen zusammen zurück zu einer neuen Folge vom LS19 mit der Feuerwehrmod. Schön, dass du wieder mit dabei bist, hier bei einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Was ich mir die ganze Zeit so frage, ne? Ich wollte gerade sagen, kommt mal ein bisschen näher, aber es geht ja gar nicht, ich Dummerchen. Warum sind eigentlich immer Helme in der Mitte hier und warum sehen die immer so geil aus, ehrlich? Sieht ein bisschen aus wie so ein Astronautenhelm, aber die Dinger sehen irgendwie cool aus. Weiß ich nicht. Das hat irgendwie was. Wenn man mal die ganz normalen Feuerwehrhelme sieht. Warte mal, das sind ja die gleichen, oder? Gleicher Skin, doch. Ein Streifen, doch. Ach, das sind die gleichen. Aber wenn man mal den hier sieht, den ich jetzt aufhabe, dann muss man schon mal sagen, also die Dinger sind gar nicht so schlecht, die hier sind, ne? Auch mit Sichtschutz finde ich richtig cool. Also hier so ein Visier, was man vorne runterklappen kann. Das mag ich einfach. Das habe ich bei diesem Helm hier nicht, den ich gerade aufhabe. Der ist einfach nur dafür da, um ihn aufzuhaben. Einfach nur zur Sicherheit, dass man abgesichert ist, dass man versichert ist und so weiter. Aber hier der gefällt mir richtig gut. Mensch, Daumen nach oben. Ja, liebe Freunde, was steht heute auf dem Plan? Ganz einfach, wir haben einen neuen Einsatz reinbekommen. Heute gibt es mal kein Dienstabend, nein. Wir haben soeben einen neuen Einsatz reinbekommen, einen schweren Verkehrsunfall. Oh Gott, nein. Naheliegend der Rettungswache hier in Ulm. Es kam da vor ein paar Minuten zu einem schrecklichen Zugunfall mit zwei verunfallten PKWs. Okay, seid ihr bereit für diesen Einsatz? Dann drückt mir gerne mal die Daumen nach oben, um einfach mal zu zeigen, ja, ihr habt Lust dazu, wollt diesen Einsatz jetzt sehen. Und bitte jetzt nicht vorspulen. Bitte. Ansonsten mache ich hier draußen eine Premiere. Könnt ihr nicht vorspulen, ihr Säcke. So, okay. Dann würde ich sagen, rücken wir erstmal aus mit unseren Fahrzeugen. Auf jeden Fall das HLF, ganz, ganz wichtig. Dann würde ich gerne noch das TLF mitnehmen. Achso, ich habe es gerade... Oh. Habe ich jetzt... Ist das jetzt richtig so? Nee, oder? Doch. Jetzt müsste es eigentlich wieder aufgehen. Also wie gesagt, das TLF nehmen wir mit und den ELW. Der ist auch unverzichtbar. Den braucht man auf jeden Fall hier am Einsatzort. Also das Tor noch öffnen von diesen beiden Fahrzeugen und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Ich würde sagen, wir rücken zu guter Erst mit unserem HLF aus. Wir sind auf jeden Fall erstmal gut besetzt. Ich weiß nicht, was jetzt auf uns zukommen wird, was wir jetzt da sehen werden. Wisst ihr was? Wir schauen uns das an, geben unser Bestes. Ob ich jetzt da genau mitmachen werde, ich glaube, ich werde jetzt bloß im Fahrzeug sitzen oder Maschinist sein. Wir werden es sehen. Also wenn wir wirklich schon die Meldung reinbekommen, schrecklichen bzw. schlimmer oder schwerer Verkehrsunfall mit Zug, dann heißt es schon mal überhaupt nichts Gutes. Gerade Zugunglücke sind immer wieder so brutal zum größten Teil, dass man wirklich erstmal Energie tanken muss, um das zu überstehen, was man da vor Ort erlebt. Ich verstehe es auch wirklich. Also das ist jetzt auch nichts Unmenschliches oder so, das ist wirklich richtig menschlich. Aber trotzdem möchte man ja die Menschen helfen, vielleicht das Beste jetzt geben, was man kann, um die Leute da jetzt rechtzeitig zu befreien. Ich hoffe, das wird uns gelingen. So. Das Adrenalin, das pumpt gerade richtig. Also ich bin jetzt richtig gespannt, was da jetzt gleich zu sehen sein wird. So. Der Verkehr macht keinen Platz, ist logisch. Das ist keine künstliche Intelligenz. Das sind einfach nur Dummbatzen, die einfach rumfahren, Sprit verballern. Die sind auf jeden Fall überhaupt gar nicht grün angehaucht. Die fahren einfach hier, wie sie wollen. Jeden Tag, Tag für Tag. So, wartet mal. Das müsste hier hinten gleich kommen. Genau, da vorne. Ich dachte schon, ich musste einmal rein, aber nee. Wollte gerade sagen, es kommt da hinten. Ja, ich sehe es schon auf der rechten Seite. Zwei verunfallte PKWs, ein Zug steht auch schon, der da anscheinend reingedonnert ist. Okay, HLF ist soeben am Einsatzort eingetroffen. Ich werde jetzt auch gar nicht hinschauen, denn ich will euch das ersparen, liebe Freunde.
Ich, wie gesagt, bin erstmal Maschinist, werde erstmal alle Fahrzeuge herbringen und die Kameraden werden sich erstmal darum kümmern, mögliche Personen aus den Fahrzeugen zu befreien. Hier wird jetzt gleich ein Großeinsatz entstehen. Ich muss aber erstmal hier die Gerätefächer aufbekommen. Das geht immer nicht so einfach, aber man muss einfach dranbleiben, muss ich sagen. Also sage ich immer wieder, dann funktioniert das auch. Dann kann man die Gerätefächer eigentlich auch schon schnell öffnen. Die Tür machen wir auch noch auf. Ah, nee. Ich sitze immer fest beim Harlev. Fällt mir mal so auf. Ist immer wieder das einzige Fahrzeug, wo ich wirklich ewig brauche, bis ich hier irgendwie was geöffnet habe. So. Okay, liebe Freunde. Dann kommt gleich unser nächstes Einsatzfahrzeug. Das steht hier natürlich schon bereit. Das TLF darf jetzt überhaupt nicht fehlen am Einsatzort. Gerade Hochspannung, gerade Verkehrsunfälle. Es kann immer wieder mal dazu kommen, dass irgendetwas anfängt zu brennen. Deshalb, das TLF ist da wirklich unverzichtbar und wirklich ein Muss bei einem Verkehrsunfall. Deshalb werden wir gleich auch mit unseren Kameraden dahin ausrücken. Und mir fällt auch gerade mal so auf, wir sind ja nicht mal gerade um die Ecke. Das ist ja schon ein Stückchen weit weg, ne? Also, es wurde uns gemeldet, naheliegend der Rettungswache. Also, das ist nicht ganz korrekt. Also, na klar, wir sind vorbeigefahren, aber das ist ja schon ein paar Kilometer weiter hinter. Vielleicht meinen sie dann sozusagen die eine Kreuzung, wo die Züge langfahren, wo man als Autofahrer stehen bleiben muss. Das kann möglich sein. So. Also hier auf der rechten Seite seht ihr die Rettungswache Ulm. Die wird natürlich auch gleich ausrücken. So, und jetzt geht es erstmal ein bisschen weiter. Also wir müssen hier wirklich komplett einmal die Straße runter. Das ist sozusagen die Landstraße von Ulm. Die geht wirklich noch so weit nach hinten. Also da kommst du irgendwann raus beim Hafen, da kommt da ein Tunnel und dann kommst du in den nächsten Ort erst. Also da merkt man auch schon, wie weit sie das eigentlich alles nach hinten zieht. Ein großer Einsatz heute für uns. Also wir haben auch manche junge Kameraden mit dabei, die erst ihre Ausbildung absolviert haben, die erst gerade in Dienst sind. Diesen Leuten werden wir das auch erstmal ersparen. Die müssen natürlich auch erstmal lernen, damit klarzukommen. Deshalb werden die auch erstmal hier die Straße absichern und so weiter. Okay, jetzt stört mich so ein bisschen der Verkehr. Ich wollte es eigentlich gar nicht sagen, aber ich habe mir das schon irgendwie gedacht. Ja, der Verkehr kommt garantiert mal irgendwann hier in die Quere. Und wird alles mal so ein bisschen stören. Das ist vollkommen richtig. Der Verkehr stört jetzt. Das tut mir leid. Ich muss den jetzt ausschalten. Das nervt so ein bisschen. So, Gerätefächer. Oh, guck mal. Da geht richtig fluffig. Da merkt man auch richtig hier, das sind richtig junge Leute im TLF. Siehst du, die können es einfach. Da geht es einfach nur richtig sauber runter. Da rattert richtig. So. Leute. Unser ELW, der Einsatzleiter, der ist jetzt hier ganz, ganz wichtig. Der ist wirklich ein außergewöhnlicher Mensch. Der hat so viel Power, also was er hier wirklich alles loswerden muss bei Einsätzen. Was er auch zum Teil sehen muss, was er da machen muss. Das ist einfach nur eine richtig außergewöhnliche Aufgabe. Damit muss man auch erstmal klarkommen. Also ich könnte persönlich kein Einsatzleiter sein oder werden. Ich glaube, das wäre mir ein bisschen ein Tick zu hoch. Also an alle Einsatzleiter, die jetzt gerade dieses Video schauen, ihr seid wirklich richtig krasse Leute. Weil da musst du wirklich alles wissen. Du musst alles im Kopf haben. Du musst wirklich über jeden Ablauf Bescheid wissen. Du musst Gebäude kennen und so weiter. Es gibt natürlich dann auch Pläne, ne? Wenn man zum Beispiel, ich sag mal, einen Gebäudebrand hat oder so, wo zum Beispiel alle Räume sind im Haus. Das war jetzt ein blödes Beispiel. Aber ich meine generell, das sind einfach nur richtig krasse Leute. Natürlich alle Feuerwehrleute und alle ehrenamtlichen Leute, alle Rettungskräfte, die es so gibt. Natürlich auch die Berufsfeuerwehren und so weiter. Alles sind wirklich Ehrenmänner oder Ehrenfrauen, ne, gibt es ja auch. Aber ich meine einfach bloß jetzt hier in meinem Beispiel, wenn man gerade Einsatzleiter sein sollte, gerade bei einem Zugunglück, ist das wirklich ganz schön krass. Das ist richtig heavy, weil man sowas natürlich auch nicht so oft hat. Das kommt relativ selten vor, dass man hier so einen Einsatz hat. Und gerade jetzt so etwas hier. Das ist nicht schön. Das ist wirklich für gar keinen schön. Ne? Also man
ist ja jetzt ehrenamtlich, nicht in meinem Fall jetzt, aber stellt euch mal vor, das wäre jetzt ein FF, dann ist es wirklich so, dass du dann halt wieder nach diesem Einsatz in die Feuerwache zurückfährst. Dann kann man natürlich mit den Kollegen, mit den Kameraden zusammen nochmal reden. Dann gibt es vielleicht auch noch Notfallseelsorger, die man zum Beispiel mit denen zuziehen kann, dass man mit die über alles redet, was man so im Einsatz erlebt hat. Ja, und danach geht man eigentlich auch schwer nach Hause. Also das muss man sich mal überlegen, ne? Also gerade solche Zugunglücke, das ist überhaupt nichts Schönes. Überhaupt gar nicht. Muss ich ehrlich auch gestehen, ich habe sowas mal in echt auch miterlebt. Wie das ausgeht, das will man echt nicht erleben. Das ist einfach nur ein horrormäßiges Erlebnis. Das ist einfach nur richtig, richtig schrecklich. So. Zeitgleich rückt auch gleich unser NEF aus. Uiuiui. Ich finde auch die Außenspiegel so geil. Die sind einfach so transparent. Das ist mega, mega cool irgendwie. Das hat schon irgendwie was. So. Das ging ja recht flott gerade. Also hier mit einem Volvo ist ja gar kein Wunder mit einem XC90. Also der brettert hier davon, Mensch. Das Auto, was über 2 Tonnen wiegt, ein SUV ist und über, weiß ich nicht, 300 PS hat. Diese Ausführung hier. Das ist schon echt was Besonderes hier, ne? So. Auch ganz wichtig am Einsatzort, gerade weil warum geht eine Heckwarne an? Gerade weil wir auch natürlich auch schwer verletzte Personen haben hier zum Teil. Der Rettungsdienst ist da auf jeden Fall Pflicht. Den brauchen wir auf jeden Fall. Deshalb rückt er jetzt aus zum aktuellen Horrorereignis in Ulm. So, das ist natürlich auch für alle Kameraden und alle Leute, die am Einsatzort gerade arbeiten, ganz schön kompliziert, das erstmal hier alles zu schaffen. So, auf jeden Fall ist jetzt erstmal der RTW am Einsatzort eingetroffen. Und dann werde ich gleich mal den nächsten RTW mit hinzuholen. Ich weiß noch nicht, wie ich mir jetzt am besten aufstelle. Ich würde sagen, wir bleiben genau mal so stehen hier auf der grünen Fläche. Nee. So. Nee. Hier. Jetzt haben wir's. So. Dann kommt gleich der zweite RTW mit zum Einsatz. Denn wir haben natürlich auch 2 Leute, die verletzt wohnen. Deshalb rücken auch 2 RTWs aus und der Notarzt ist auch schon vor Ort, wie gesagt. Oder wie auch gerade gesehen, ne? Boah. Man ist bloß fassungslos, ne? Also was man jetzt gerade hier erlebt, das ist, weiß ich nicht, ich kann es immer wieder sagen, immer wieder ansprechen, das Thema. Das ist einfach nur schlimm. Richtig, richtig schlimm. Und das ist hier gerade ein absolutes Chaos, weil halt so viele Einsatzkräfte vor Ort sind. Das ist aber gerade auch in diesem Fall ganz, ganz wichtig. Schon wieder falsch. Nee, war richtig. Bin da gerade aus Versehen raufgekommen auf die Umfeldbeleuchtung. So. Jetzt sind wir erstmal alle am Einsatzort. Ich gehe mal ganz kurz hier nochmal in das Spawn-Menü rein. Und ich muss mal, wartet mal. Ach doch, da war sie doch. Ich muss mal kurz probieren, ob das funktioniert. Ich glaube, das geht gar nicht. Nee, ich besitze das Land nicht. Ja, komm. Ich kann keine Polizei platzieren. Meine Güte. Okay, liebe Freunde. Alle Kameraden sind erfolgreich am Einsatzort eingetroffen. Wir konnten die Person rechtzeitig befreien. Aus dem Zug. Es gibt hier eine richtig, richtig traurige, aber auch richtig schreckliche Nachricht. Eine Person ist hier nämlich am Einsatzort ums Leben gekommen, also bei diesem richtig schlimmen Unfall hier mit diesem Zug. Da werde ich jetzt auch ungern jetzt hinlaufen, also ich will das eigentlich auch gar nicht. Ich zeige euch das bloß ganz kurz mal so von oben, wie das jetzt aussieht. Wenn man sich das mal von oben so anschaut. Es ist auf jeden Fall so, fragt mich nicht, wie das zustande gekommen ist. Anscheinend gab es da ein technisches Problem mit der Lichtschranke von der Schranke hier, sozusagen von der Zuggewerkschaft, wie auch immer. Also auf jeden Fall war das so. Die beiden Fahrzeuge sind ganz normal über die Straße gefahren und dachten sich so, okay,
die Schranke sind ja oben, warum sollte ich jetzt stehen bleiben? Sind gefahren. Auf einmal kam aus dem Nichts ein Zug angeschossen. Der hat natürlich beide Fahrzeuge erstmal mitgeschliffen, meterweit, bis sie dann hier auf der, fast auf der Wiese gelandet sind. Ja, und dadurch ist dann bei diesem einen Aufprall das eine Auto so schwer beschädigt worden, dass der Insasse sofort ums Leben gekommen ist. Das ging anscheinend richtig flott. Und die andere Person wurde natürlich auch befreit, war auch sehr schwer verletzt, aber die Person wird es auf jeden Fall überleben. Der Zugführer ist natürlich unter Schock. Der muss erstmal alles verkraften und wie das hier zustande gekommen ist, das weiß noch niemand so wirklich. Es wird vermutet, dass es zu einem technischen Defekt gekommen ist. Ob das richtig ist, wird die Polizei klären. Ich hoffe, das wird hier nie mehr passieren. Also so etwas darf nicht passieren. Jetzt sieht man auch mal anhand dieses Beispiels, technischer Defekt, eine Person ist ums Leben gekommen. Das ist traurig. Das ist einfach nur eine richtig schreckliche Nachricht. Und ich hoffe, alle Beteiligten, alle Familien können das jetzt verkraften, was hier passiert ist. Und ich hoffe es einfach mal. Auf jeden Fall, Fakt ist, die Einsatzkräfte können erstmal zusammenräumen wieder, übergeben diese Unfallstelle, die Polizei, die wird sich jetzt darum kümmern und die Feuerwehr und der Rettungsdienst werden erstmal wieder zurück auf die Wache fahren. Ja, und dann geht's für uns wie gewohnt weiter. Der nächste Einsatz, der wartet schon demnächst. Liebe Freunde, das war mal wieder ein neues außergewöhnliches Video von mir. Diesmal ein XXL-Zugunfall, also beziehungsweise ein horrorschwerer Unfall. Also Wahnsinn, was hier abgeht. So, was passiert da jetzt? Da kommt ein nächster Zug, der fährt einfach durch. Ja, moin, alles klar. Ja, wenn es euch gefallen hat, drückt die Daumen nach oben, kommentiert dieses Video mit eurer Meinung, mit eurem Feedback, wollte ich gerade sagen. Schreibt mir das gerne unter diesem Video in die Kommentare und dann sehen wir uns wie gehabt wieder im nächsten Video. Bleibt gesund, bleibt so wie ihr seid, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.